Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf den Besuchertribünen. Wer auf Missstände im Betrieb oder in der Behörde hinweist, wer Betrug oder gefährliche Zustände aufdeckt, kann dafür seinen Arbeitsplatz verlieren, wird möglicherweise gemobbt, von Vorgesetzten schikaniert, verleumdet oder muss mit dem Ende seiner beruflichen Karriere rechnen. Und das trotz der bestehenden Gesetzeslage, Herr Kollege Oehlers. Ich hoffe, Sie werden gut zuhören. Deshalb ist es höchste Zeit, dass wir endlich in dieser Legislatur auch in Deutschland ein Whistleblower-Schutzgesetz auf den Weg bringen. Dass dies dringend notwendig ist, kann ich Ihnen an drei Fällen aufzeigen. Ein Berliner Krankenwagenfahrer wies auf unhaltbare Zustände im Krankentransport hin und wird entlassen. 12-Stunden-Schichten ohne Pause. Fehlende Desinfektion nach Transporten von hoch ansteckenden Patienten, Fahrzeuge, die nicht mehr verkehrssicher sind. Was bedeutet das für die Patientinnen und Patienten? Zweitens, ein selbstständiger Personalberater hatte die offene Diskriminierung eines Unternehmens gegenüber einer Bewerberin angeprangert und wird dafür zu einer Schadenersatzzahlung gegenüber diesem Unternehmen verurteilt. Was ist Diskriminierungsschutz und ein Gesetz wie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz wert, wenn das für die Menschen, die sich danach richten und dafür einsetzen, dann solche negativen Folgen hat? Der dritte Fall. 11 Altenpflegerinnen im Münsterland wurden jetzt erst im September fristlos entlassen. Sie hatten die Leitung des Pflegeheims lange vergeblich auf unhaltbare Zustände, fehlendes Material und absolute Arbeitsüberlastung aufmerksam gemacht und dann die Heimaufsicht angeschrieben. Mit Unterlassungsklagen schüchterte der private Betreiber nicht nur die Heimaufsicht ein, sondern auch das Umfeld dieses Heimes, sodass die Kritik inzwischen verstummte. Die 11 Kolleginnen sind jetzt arbeitslos und die Patientinnen, die Heimbewohnerinnen, haben keine Ansprechpartnerinnen mehr. Wenn 11 Fachkräfte aus einem Heim mit 47 Beschäftigten auf einen Schlag entlassen werden, dann weiß ich nicht, ob Sie die Situation für Ihre Angehörigen in einem ähnlichen Fall sich wünschen. Die Menschen, oft demenzkrank, verlieren Ansprechpartner, Vertrauenspersonen und Fachkräfte. Ersetzt werden die durch 400-Euro-Jobber, durch Aushilfen, durch Menschen, die im Prinzip erst mal lange Zeit brauchen, um wieder Vertrauen aufzubauen. Und das dafür, dass diese Altenpflegerinnen sich im Interesse der Patientinnen, im Interesse der Gesellschaft hier stark gemacht haben. Das muss Ihnen doch zeigen, dass hier Defizite herrschen in unserem Rechtssystem. Die Linke sagt, die Menschen leisten einen unverzichtbaren gesellschaftlichen Beitrag und dafür verdienen sie unsere Anerkennung und unseren Schutz. Deshalb brauchen wir ein umfassendes Whistleblower-Schutzgesetz. Damit beauftragen wir auch Sie als Regierungskoalitionen und die Regierung, weil wir glauben, Nachteile wie der Verlust von Arbeitsplatz, wie Mobbing, Verleumdung und andere Dinge, auch materielle Nachteile, müssen vermieden werden, wenn Menschen sich für ihre Mitmenschen oder für die Gesellschaft einsetzen. Deshalb brauchen wir in einem solchen Gesetz auf jeden Fall den Schutz für Beschäftigte in Privatwirtschaft und öffentlichen Dienst, für Beamtinnen und Beamte ebenso wie für Selbstständige, wie für Leiharbeiterinnen, wie für Auszubildende oder Ehrenamtliche, genauso wie für Militärangehörige oder Angehörige von Geheimdiensten. Wir brauchen weiter den Schutz für alle, die im guten Glauben handeln. Die wenigsten Menschen sind juristisch ausgebildet und können deshalb diese feinen Differenzierungen vornehmen, die ihnen dann entweder tatsächlich helfen und sie schützen oder auch nicht. Der gute Glaube zählt, um Gefahr für andere Menschen abzuwenden.
Wir brauchen Anonymität. Die Gewährleistung von Anonymität für Whistleblower ist eine ganz wichtige Sache, weil sonst haben sie ihren Arbeitsplatz verloren. Und wir brauchen auch die Möglichkeit, sich an andere Stellen zu wenden und an die Öffentlichkeit zu wenden, weil der interne Beschwerdeweg leider in vielen Fällen nicht erfolgreich ist, sondern im Gegenteil sich gegen diejenigen wendet, die ihn beschreiten. Liebe Kollegin, ich war schon sehr, sehr großzügig. Deshalb müssen Sie jetzt zum Schluss kommen. Satz. Wir brauchen ganz dringend unabhängige Beratungsstellen und eine Ombudsstelle. Ebenso unabhängig, am besten angesiedelt hier bei uns am Parlament, am Bundestag. Und deshalb kann ich Sie nur bitten, schauen Sie sich den Entwurf der Grünen gut an. Ich glaube, wir hätten hier durchaus noch Vorschläge zur Ergänzung. Und ich würde sagen, ein umfassendes Whistleblower-Schutzgesetz ist wichtig und notwendig. Danke. Als nächster Redner spricht der Kollege Markus Patschke.